Hallo Leute, ich bin gerade im Rite Aid und guck mal, was hier für geile Drogeriekosmetik gibt. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden gerade. Aber ich nehme die. Das sind so matte Lippenstifte von Maybelline. Wir machen gerade Enchiladas. Mein Freund mag das sehr. Ich weiß nicht, ob ich zu viel Soße gemacht habe. Wahrscheinlich. Die sind Veggie. Einfach mit Spinat, Zwiebeln und Champignons. Und die sind mit einer Hackfleischfüllung. Jetzt mal rein in den Ofen. Meine Mutter verpackt da Geschenke für morgen. Morgen ist ja die Hochzeit. Also jetzt rein. Hier blubbert schon. Niam, niam. Ich glaube, es geht doch von der Soße. Meins hat ein bisschen sehr viel Soße. Nein, jetzt gibt es noch Salat, habe ich gerade gemacht. Es kamen gerade Freunde vorbei und haben das mitgebracht. Voll cool. Das wollte ich nämlich schon immer probieren, weil die sollen nämlich besser sein als Dunkin' Donuts. Moment. Krispy Kreme. Das sind jetzt meine ersten, die ich probiere. Und die sind in der Ghostbusters Edition wegen Halloween. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, voll süß sieht das aus. Welches esse ich? Ich glaube das. Oh, ich nehme jetzt den, weil der so schön ist. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Das, was nix erstmal. Also jetzt dein Ding. Hi, jetzt ist endlich die Hochzeit. Das habe ich an. Ich zeig's euch gleich, mein Freund kann es da mal filmen. Aber ich zeige euch mal das Lechon. Lechon gibt es immer bei jeder Filipino-Hochzeit. Und mein Cousin ist ja halb Filipino dann. Ne? Und hier, guckt. Da. Und das Ding, dieser Grill, den hat mein Onkel gebaut. Seit Tagen, weil er hat er daran geschuftet. Und das ist sogar, bewegt sich sogar per Motor, ja genau. Und da wendet es sich. Ich esse es ja nicht. Ich esse ja kein Schwein, aber ja. Das noch Gesicht. Überdacht. Ja, noch überdacht. Da. Oh mein Gott. Schon krass, aber schön warm hier. Oh nein, irgendwie sieht das traurig aus. Ein bisschen Zeug. So, das ist dann mein Outfit. Aber ich habe auch ein Get Ready gedreht. Das war zwar sehr stressig jetzt gerade, weil das Glätteisen wollte nicht funktionieren. Und wie ihr seht, sind es kaum Locken geworden. Die werden sich auch bestimmt aushängen, aber egal. Naja, geht. Jetzt geht's los, Zeremonie. Wir sitzen jetzt gerade alle hier und jetzt laufen die nach vorne. That's the grandmother of... Ist vorbei und natürlich musste ich nur wieder heulen, weil ich immer heulen musste. Ich habe mich voll abgelenkt. Ich wollte gar nicht mehr hinschauen und hinhören und habe dann die ganze Zeit auf mein Handy geschaut. Und jetzt dann habe ich nur ganz kurz hingeschaut und musste voll heulen. Oh, naja, jetzt sind wir hier in einem Nebenraum, so bankettmäßig. Da gibt es halt Essen und Trinken. Da haben wir jetzt eine Lumpia und hier ist die Soße. I'm gonna try the sweet sour sauce. Oh no, tell me. Auf jeden Fall lustig, dass jetzt so 200 Leute meine Süß-Sauer-Soße essen. Das hat mein Cousin selbst gemacht. Eine Wurst. So eine riesen Schnecke. Muschel. Mac and Cheese. Da hinten. Wir fahren jetzt zu Lake Chelan und essen im Auto Arby's. So curly fries. Mama auch. Und dann haben wir noch so ein Sandwich oder so ein Burger. Ich weiß nicht. Ich habe einen. Classic Beef Cheddar. Was sieht das aus? Sieht gut aus. Echt? Mhm. Mal probieren. Dann gehen wir auf die Seite des Rivers. Und schmecken es geil. Mhm. Aber da ist keine Soße drin. Lecker. Mine is French Dip. Oh, lecker. Jetzt sind wir in Lake Chelan angekommen. Kann sein, dass es so windig ist und gegen das Mikro knallt und ihr nichts hört. Aber schaut euch mal die wunderschöne Aussicht an. Es ist nur super arschikalt gerade. Deswegen schnell Beeilung. Wir waren nämlich jetzt hier ein bisschen länger schon, haben Fotos gemacht da drüben, hier an diesem Steg, diesen steinernen Steg oder wie sagt man.
Ja. Oh Gott, Hilfe. Oh, jetzt zieht sich auch was zusammen. Eben war die Sonne voll schön da und dann ist es sehr schön warm. Sehr. Which one? Oh, this one. Oh, it's beautiful. Das in dem Haus spukt in echt, sagt man. Da hat damals ein Mann seine Frau aus Eifersucht auf den Treppen getötet. Und man sagt, dass heute manchmal dann noch so Blutflecken auf den Treppen sind, die einfach so erscheinen. Ja, also es ist schon mehrmals, mehrere Quellen sagen das. Ich habe das online gesehen bei irgendwie hauntedhouse.org oder so. Die Miller Street. So, unsere Einkäufe. Deine 1000 Unterhosen. Aber das ist schön. Das würde ich auch anziehen. Ja, das PD, in Kerli steht das schon. Every day is Cinco de Mayo. Und ich habe mir... Ja. Und ich habe mir ein Nirvana-Shirt geholt. Mit langen Ärmeln. Das ist für Männer, aber es passt. Größe S. Ist voll süß. Ja. Da guck, wir haben das gerade... Also mein Onkel hat das vakuumiert. Das war nämlich so groß. Das sind zwei solche Bettdinger. Und das haben wir jetzt so klein. Sehr geil. Das hier waren Kissen, die super flauschig sind. Die sind ja so breit eins. Und das sind jetzt die zwei. Das ist echt krass. Man erkennt gar nicht mehr, dass das... das sind zwei diese Dinger. Also diese zwei Sachen sind hier drin. Krass. Und dann ist perfekt so für einen Koffer. Wir haben auch noch einen Koffer gekauft, weil ja reicht nicht. Und eventuell, wenn wir in L.A. noch mehr kaufen, dann müssten wir da auch noch was holen vielleicht. Ich weiß nicht. Wir dürfen mindestens zwei Koffer pro Person nämlich mitnehmen. Das ist gut. Ich habe mir auch so ein Sommerkleid noch geholt. Das ist dann für L.A. Hat nur $15 gekostet. Da bei Marshalls. Hallo, wir sind gerade in Seattle am Flughafen und warten gerade auf Boarding Time, weil wir nach L.A. fliegen jetzt. Yeah! Wir haben jetzt gerade Proviant gekauft und es schmeckt so lecker. Oh mein Gott, ich muss euch das zeigen. So ein Scone, so ein Pumpkin Spice Scone. Und ich weiß eigentlich alles, was ich gekauft habe, schon Pumpkin Spice, weil ich liebe das einfach total. Das ist der Moment. War das Scotch Pumpkin Scone? Lecker. Condo, ja. So, sitzen jetzt im Flugzeug, die Mutti, die Boyfriend. Das ist geil. Irgendwie stand da, gucken wir, checken wir mal, ob da Wi-Fi ist hier. Login. Krass. Okay, probieren wir nachher mal aus. Ihr Internet fällt aus, kostet was, kein Bock. Yeah, welcome to Los Angeles. Jetzt Gepäck abholen. Genau. Und dann Auto fahren. So, wir sind jetzt bei dem Auto. Dollar.com suchen uns jetzt ein Auto aus. Voll cool. Das ist so. Also hier von Compact. Da kann ich mir jetzt eins aussuchen. Und der Schlüssel ist schon drin. So ganz anders als bei uns. Also nicht zu klein. Weil zu klein ist auch blöd. Der da ist zu groß. Und den Toyota hier? Toyota findet ihr nicht gut, den? Den Toyota da? Der silberne? So, wir nehmen jetzt den. California Love. So, meine erste Autofahrt in L.A. ist überstanden. War cool. Wir haben ein cooles Auto. Wie heißt das Auto nochmal? Kia Soul haben wir jetzt. Wir haben sogar ein Upgrade bekommen, weil das Auto, was wir uns eigentlich ausgesucht hatten, das ging nicht an. Da war die Batterie leer. Und dann haben wir das weitergegeben und dann sagte er, okay, dann könnt ihr euch von der Seite was aussuchen. Das waren die, was war das für eine Klasse dann? Mittelklasse eben. Und dann haben wir uns halt ein größeres dann ausgesucht, auch nicht schlecht. Und das ist sehr komfortabel und so ruhig, oh mein Gott, man fliegt so. War cool. Und der Weg hierher war einfach, also wir haben ja so Navi, in Deutsch sogar auch, konnten wir uns aussuchen. Es war ganz schnell eigentlich, es war nur geradeaus fahren. Und nachts fahre ich ja lieber, weil dann sehe ich alles. Alles Wichtige ist ja dann beleuchtet, denke ich mir mal. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind jetzt gerade im Hotelzimmer angekommen, Crimson Hotel ist das, in der, weiß nicht mehr, wie das hieß. So sieht es aus, sehr spartanisch, nur das Wichtigste, aber egal, wir wollen ja auch nicht hier im Hotel bleiben die ganze Zeit. Ist wirklich nur so das Wichtigste drin. Zwei Betten. Genau, hier ist dann das Bad. Aber so, guck mal, nur das Wichtigste, aber dann so ein riesen Kühlschrank einfach mal, gell? Jetzt hier auf dem Hollywood Walk of Fame. Und den ganzen Sternen, den kennen wir noch keinen. Das war sehr stressig jetzt gerade. Also, das Kletteisen wollte nicht funktionieren.